Liebe Freunde, hier ist euer Steinball. Willkommen zu einem Preview-Let's Play von Civilization 6 Rise and Fall, dem neuen kommenden großen Add-on, dem ersten zu Civ 6, das am 8. Februar erscheinen wird. Es gab ja bisher einige kleine DLCs mit neuen Fraktionen, mit neuen Szenarien, aber dieses erste große Ding, was wesentliche Änderungen, Erweiterungen an der Spielmechanik bringt. Ich verdanke die Möglichkeit, euch das hier zeigen zu können, dem Publisher des Spiels 2K Games. Vielen Dank dafür. Ansonsten, wie immer bei allen anderen Videos auch auf meinem Kanal, dies ist kein gesponsertes Let's Play, kein bezahltes Let's Play. Das ermöglicht es mir auch hier Kritik anzubringen, meine Meinung zu sagen. Dass ich das kann, verdanke ich meinen Unterstützern auf Patreon, der Crowdfunding-Plattform. Vielen Dank euch dafür. So, und jetzt lasst uns einfach mal starten. Wir beginnen natürlich als Einzelspieler. Wir erstellen ein neues Spiel. Dazu muss man sagen, das Spiel hier, die Möglichkeit, euch das zu sagen, ist begrenzt auf die ersten 150 Runden. Insofern wird das jetzt kein langes Let's Play bis zum Ende, sondern es wird durchaus ein recht ausführliches Let's Play. Bis zum Release will ich das eigentlich fast täglich bringen hier auf dem Kanal. Ziel ist es, euch einfach alle neuen Features zu zeigen. Wir werden das auf Herz und Nieren dadurch testen können, aber es wird dann nicht weitergeführt werden. Okay, wie spielen wir? Wir werden mal Schwierigkeitsgrad Kaiser nehmen, also nicht ganz die höchsten, einfach weil wir vielleicht ein paar Sachen ausprobieren und nicht sofort supermäßig unter Druck geraten wollen. Ich werde mal Spieltempo ausnahmsweise schnell machen, einfach deshalb, weil wir dann schneller ins Midgame kommen und bestimmte Mechaniken, die werden dann erst wirklich relevant. Ansonsten spiele ich persönlich immer auf episch, aber wir machen das hier auf schnell. Kartentyp, lassen wir mal Kontinente, gefällt mir am besten. Und auch hier bei der Kartengröße, ich spiele in der Regel groß und Standard hier, machen wir mal klein, auch um möglichst schnell mit allen in Kontakt zu geraten, die wir treffen können. So. Jetzt die Frage, mit welcher Fraktion spielen wir? Und hier wählen wir natürlich eine der neuen. Und ich habe mich für dieses Let's Play für Genghis Khan entschieden. Was diese Mongolen, was Genghis Khan kann, dazu kommen wir später. Und dann will ich bei den KI-Gegnern ausnahmsweise mal keine zufälligen Anführer machen, sondern die anderen neuen euch auf diese Art und Weise vorstellen. Das mache ich dann, wenn wir sie treffen. Dann haben wir einen neuen indischen Fraktionsanführer. Dazu muss man sagen, es gibt 8 neue Anführer. Davon sind aber bisher nur 5 bekannt. Und mit diesen 5 werde ich jetzt auch hier gegen diese anderen 4 werde ich jetzt auch spielen. Gucken wir mal, dass wir sie finden. Wer ist da noch neu? Ist das irgendwie sortiert? Pound Maker von den Kree. Gab da ja so eine bisschen öffentliche Diskussion. Die Kree haben sich zu Wort gemeldet und fanden das nicht so gut, wie sie hier dargestellt werden. Wobei ich glaube, sie haben auch ein bisschen, ja, diese Art und Weise, was Spiele können, da missverstanden und sollen. Wir haben Seon Deok, koreanische Fraktion, dadurch vertreten. Dann, wen haben wir noch mit dabei? Tamar, Georgien, sehr interessant. Ich glaube, das erste Mal bei Civ vertreten. Das finde ich eine schöne Wahl. Und dann haben wir auch noch, auch irgendwie ganz putzig, Wilhelmina, die Niederlande. So, das sind also unsere Gegner. Wir gucken mal hier. Antike, Spieltempo, das ist alles gut. Stadtstaaten lassen wir auf Standard. Kontinente, Kartengröße klein. Der Rest ist alles Standard. Siegbedingungen lassen wir mal alle an. Ihr seht es übrigens, das werdet ihr auch im Spiel noch häufiger sehen. Es gibt hier manchmal so Mismatch Translation. Das kommt, weil das hier eine frühe Version ist, noch nicht die fertige Version. Ich gehe mal fest davon aus, dass das dann bei Release geklärt ist. Ich habe dennoch auf die deutsche Version gestellt, weil doch fast alles übersetzt ist und ich glaube zum Zuschauen vielleicht auch noch angenehmer für die meisten von euch. Okay, so, dann war's das. Wir können starten. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Genghis Khan, mit eurer Durchtriebenheit habt ihr aus der Mongolei ein Reich vom Rücken eures Pferdes aus erschaffen. Führt immer den Sturm auf eine feindliche Kavallerie an, da ein Sieg sie auf eure Seite ziehen kann. Schickt eure schnellen und starken Keschik-Bogenschützen, um eure Leute durch das Land zu führen.
Bald ist der gleichmäßige Trommelschlag der mongolischen Kavallerie ein Klang, den ihr die Welt lehren werdet. Genau. Und solange das hier noch lädt, können wir mal über die Mongolen sprechen und über Genghis Khan, seine Eigenschaften hier im Spiel. Er selbst hat die Eigenschaft mongolische Horde, das heißt, alle Kavallerieeinheiten haben bessere Kampfstärke. Und man kann, wenn man gegen feindliche Kavallerie kämpft, gibt es die Chance, leider steht hier nicht, wie hoch die Chance ist, sie gefangen zu nehmen. Sehr interessant, und damit seine eigene Armee zu stärken. Dann gibt es die mongolische Eigenschaft Örtö. Hier fehlt die Übersetzung. Das hat ein paar interessante Konsequenzen. Da geht es darum, dass man, wenn man eine Handelsroute zu einem anderen Reich etabliert, man sofort in der jeweiligen Stadt einen Handelsposten bekommt. Das ist erstmal schon ein Vorteil an sich. Das gibt ja höhere Einnahmen. Und wenn man diesen, also mit allen Fraktionen, wo man einen Handelsposten hat, bekommt man einen Bonus-Level auf die diplomatische Sichtbarkeit. Das ist auch sehr interessant. Und alle mongolischen Einheiten bekommen +3 Kampfstärke für jedes Level der Sichtbarkeit, den man bei ihrem Gegner hat. Also, das hängt alles ein bisschen miteinander zusammen und ist, finde ich, eine ganz interessante Geschichte. Dann gibt es eine Spezialeinheit, die Keshik. Das ist eine mittelalterliche Reitereinheit, eine Fernkampfkavallerie, die noch eine Besonderheit hat. Sie kann Zivilisten und Unterstützungseinheiten in der gleichen Geschwindigkeit, in ihrer Kavalleriegeschwindigkeit, quasi mitnehmen. Das ist wirklich stark, weil dadurch kann man zum Beispiel auch Belagerungsgerät sehr schnell an den Gegner ranführen, wenn man diese Kavallerie hat, wenn man die Keshik hat. Und Ordu, das ersetzt die Stelle im Lager. Und wenn man dort, wo dieses Ordu ist, Kavallerie ausbildet, bekommt die nochmal +1 Bewegung. In Kombination mit dem Keshik natürlich dann unglaublich gut. Und +25% Kampferfahrung. So, das waren die Mongolen, das war Genghis Khan und wir starten das Spiel. Und müssen uns entscheiden und wir wollen natürlich, ganz wichtig für uns, wir brauchen Pferde und wir sehen im Moment, da sind sogar schon Pferde in der Nähe. Hervorragend. Wir sind in einem Fluss. Ach, der Standort ist doch schon mal sehr, sehr angenehm. Wir haben in der Nähe sogar 3 Luxusgüter. Elfenbein, Oliven, Räucherwerk. Wir haben genug Nahrung und wir haben hier die Pferde. Besser kann es gar nicht gehen eigentlich. Und wir haben eine schöne Steppe zum Ausreiten. Wunderbar. Dann würde ich sagen, werden wir gleich mal unsere erste Stadt gründen. Oder wollen wir noch mal pro forma hier mit den Kriegern ein bisschen vorgehen? Oh, da haben wir sogar noch die Baumwolle. Aber dennoch werde ich jetzt nicht den Standort verändern, weil ich möglichst schnell an die Pferde kommen will. Wir lassen das mal so. Also, auf zur Stadtgründung. So, Karakorum ist gegründet. Im Übrigen, ich werde jetzt nicht am Anfang alle neuen Features gleich auf einmal vorstellen, sondern wir werden die Sachen so nach und nach einführen. Ich will also aber nur mal erwähnen, was hier relevant sein wird. Es gibt Zeitalter, die werden das Spielgeschehen schon sehr dominieren. Städte haben neuerdings Loyalitäten. Dazu kommen wir gleich vermutlich. Man kann Gouverneure einsetzen. Es gibt eine neue Form von Allianzen. Es gibt sowas wie Notfälle, Krisensituationen in der Welt, wo man dann gerufen wird. Und es gibt eine Zeitleiste. Aber wie gesagt, dazu kommen wir alles nach und nach. Immer mit der Ruhe. So, wir wählen eine Produktion in Karakorum. Da wir hier ja schon immer ein bisschen Kultur produzieren, werde ich, glaube ich, gleich mit dem Speer beginnen, damit wir hier möglichst schnell unsere Umgebung erforschen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, überlegen, was nehmen wir da. Also wir brauchen auf jeden Fall Tierzucht für die Pferde. Wir brauchen Tierzucht fürs Elfenbein. Hier brauchen wir, und zweimal Bewässerung. Das sind so die wichtigen Sachen. Ich würde mal sagen, dann gehen wir als erstes. Kornspeicher ist natürlich auch gut. Tierzucht, Kornspeicher, Bewässerung. Das wären, glaube ich, die ersten Schritte meines Erachtens. Machen wir das mal. 7 Runden. Okay, gut. Dann ab in die nächste Runde. Jetzt dauert es ein Weilchen, ehe wir unseren Speer haben. Das heißt, wir erkunden hier mal den Westen weiter. Und wie gesagt, da ist Baumwolle, da ist noch ein Fluss und Wald. Im Norden scheint ein Gebirge zu sein. Mal schauen. Oh,
Okay, tatsächlich, das scheint uns hier nördlich abzugrenzen. Eine natürliche Grenze, vielleicht zieht sich das hier so lang. Das fände ich durchaus interessant. Ermöglicht uns einen, zumindest Sicherheit gegenüber Norden. Mal gucken, ob das gegenüber dem Norden, mal gucken, ob das so sich bestätigt. Okay, wir werden hier mal den Fluss übertreten. Und sehen hier einen möglichen, dieses Gebiet könnte ein, zum Beispiel dieser Standort, ein möglicher interessanter zweiter Stadtstandort sein. Gibt hier nochmal, nee, keine Luxusrisse, doch, die Baumwolle, ja. Die kriegen wir dadurch angeschlossen. Und vor allem extrem produktiv hier. Also das kann man sich schon mal wirklich gut merken. So, jetzt ist der Speer da, ganz wichtig für uns. Und mit dem werden wir, glaube ich, gleich mal gen Norden hier ziehen, um zu gucken, ob das Gebirge da wirklich sich vorzieht. Ah, es sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Gut, wir müssen eine Produktion wählen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, bauen wir gleich noch einen Speer? Ich glaube ja. Speer sind am Anfang sehr, sehr gut. Auch wegen dieses neuen Zeitalterprinzips. Dazu kommen wir nämlich gleich. Man muss nämlich Erfolge erzielen in den jeweiligen Zeitaltern. Und das Erkunden ist am Anfang relativ wichtig dafür, um Erfolge zu erzielen in seinem Zeitalter. Verdammt, ich wollte dich zurückziehen. Da habe ich mich jetzt verklickt. Das ist ärgerlich. Egal. Man könnte sagen, es war Absicht, weil wir unsere Krieger zurück zur Stadt bringen wollen, um sie zu beschützen. Barbaren lauern ja auch immer gerne. Oh, wir haben schon die Pferde. Prima. Allerdings dauert die Tierzucht da noch 2 Runden. Wir brauchen ja natürlich dann auch noch einen Handwerker. Das ist dann, glaube ich, das Nächste, was wir tun. Ich gehe hier nochmal auf den Hügel. Jetzt ist die Frage, gibt es hier so eine Art Tal oder setzt sich das hier fort? Ich würde mal sagen, wir ziehen jetzt, wo ich schon mich verklickt habe, wir ziehen nachher mit dem Krieger hier oben hin und bringen ihn dann tatsächlich zurück zur Stadt. Und mit dem anderen Speer werden wir dann vielleicht den Westen weiter erkunden. So, aber ich vermisse wirklich irgendwie ein paar Dörfer und solche Geschichten. Was ist hier los? So, wir wollten hier zurückziehen. Und gehen in die nächste Runde. Ich mag Schweine. Hunde schauen zu uns auf, Katzen auf uns herab. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. Sehr schön. Und mit der Tierzucht, das kennt ihr, ist Weide, Jagdlager freigeschaltet worden. Und dann wird es eigentlich höchste Zeit, dass wir einen Handwerker haben. Als nächstes machen wir die Keramik. So, jetzt gucken wir doch mal. Da sehen wir. Oh ja, tatsächlich, das Gebirge setzt sich hier fort. Ach, das ist schön. Also das ist ein schöner, interessanter Startpunkt auf jeden Fall. Gehen wir jetzt mal Richtung Süden oder nochmal weiter gen Norden. Da sind es nochmal Elfenbein. Aber so einsam hier. Keine Dörfer, nichts in der Nähe. Okay, wir haben den nächsten Speer und jetzt brauchen wir dringend einen Handwerker. 5 Runden brauchen wir auch dafür. Gut. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mit dem Krieger darüber und gucken noch ein bisschen in den Norden. Hier scheint ja wirklich keine Bedrohung in der Nähe zu sein. Soweit okay. Und der Speer, hat mir gesagt, geht dann nochmal richtig in Richtung Westen. So, dann drehen wir mal hier, beschreiten wir den Fluss und endlich haben wir was getroffen, nämlich einen Stadtstaat, Kabul. So, und damit sind wir die Ersten, da bekommen wir üblicherweise einen Gesandten und eine neue Stadtstaatfest. Und was mich etwas wundert, normalerweise müssten wir jetzt langsam auch schon mal einen ersten Erfolg hier bekommen, weil wir zum Beispiel diese Stadt getroffen haben. Also einen ersten Zeitalter-Erfolg. Der wird nämlich hier dokumentiert, aber scheint noch nicht der Fall zu sein. Das Spiel will uns das noch nicht geben. So, Kabul. Eine militärische Stadt. Als mit einem Gesandten bekommen wir +2 Produktionen beim Bau von Einheiten. Was immer gut ist. Sehr schön. Was wäre der Suzerän-Bonus? Eure Einheiten erhalten die doppelte Erfahrung durch Kämpfe, die sie begonnen haben. Alles klar. Ja.
Und sie haben eine Quest, einen Handelsweg entsenden. Na gut, mal sehen. Handel ist durchaus wichtig, wie wir gesehen haben, für die Mongolen. Mal gucken, wann wir dazu kommen. Also wirklich keine Dörfer hier. Das wirft uns schon ziemlich zurück, muss ich mal sagen. Da, jetzt sage ich es und da kommt das erste Dorf. Hervorragend. So, wir haben hier drüben... Ja, was machen wir mit der... Gehen wir Richtung Süden oder Richtung Norden? Ich würde mal Folgendes sagen, wir machen mal hier so eine Drehung um Kabul rum und erkunden dann den Süden. Das wäre jetzt so mein Plan. Okay, dann auf in die nächste Runde. Denn wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. Gut, und wir haben die erste politische Ausrichtung abgeschlossen, die Gesetzgebung, und können jetzt erstmals unsere Politik ändern und anpassen. Was machen wir? Ich würde mal sagen, wir nehmen Inspektionen, weil irgendwie Kampf gegen Barbaren spielt im Moment keine Rolle. Bekommen unsere Aufklärungseinheiten mehr Erfahrung und am Anfang Gottkönig. Glauben und Gold in der Hauptstadt, das ist in Ordnung. Okay. Ausrichtung wählen. Die nächste. So, das ist jetzt die Frage. Ich schaue mal ganz kurz. Handwerkskunst. Mhm. Agoge oder Außenhandel. Das bringt uns den Händler und Handelswege. Da haben wir zwar den Auftrag des Stadtstaats, aber ehrlich gesagt würde ich, glaube ich, lieber in Richtung Handwerkskunst gehen, um... Obwohl, eigentlich ist beides gut möglich. Wir haben jetzt den einen Handwerker, wir haben noch nicht so schnell die zweite Stadt. Den Handwerker bauen wir eh. Insofern brauchen wir diesen Bonus nicht. Machen wir das mal mit dem Außenhandel. Dann etablieren wir vielleicht doch schnell einen Handelsweg. So, dann gucken wir jetzt mal mit dem Krieger hier ein bisschen weiter nördlich. Wir wissen ja, von hier können keine Barbaren kommen. Von hier sehen wir es. Also die Stadt ist nicht weiter in Gefahr. Und hier machen wir unseren Schlenker. Und da haben wir den nächsten Stadtstaat, Bandar Brunei, getroffen. Auch hier sind wir die erste große Fraktion. Was ist das? Ein Handelsstadtstaat. Wir haben einen Gesandten und bekommen dadurch 4 Gold in der Hauptstadt. Hui, das ist aber viel. Sehr schön. Falls wir suzerän wären, eure Handelsposten in fremden Städten bieten +1 Gold für eure Handelswege, die in die Stadt hinein oder hindurch führen. Auch das ist mächtig. Interessant. Also, das ist wirklich sehr interessant. Quest wäre, rekrutiert einen großen Wissenschaftler. Das ist unwahrscheinlich, dass wir das jetzt schnell machen werden. So, hier aber jetzt auf zum Dorf. Da kann ich euch dann hoffentlich die ersten Spielfeatures mal zeigen, weil das müsste jetzt uns wirklich so eine Zeitalterpunkte geben. Na, mal sehen. So, jetzt haben wir +10. Also wir sind wirklich reich durch diese Sache. So, auf ins Dorf. Ja, sehr schön. Erstmal haben wir die Inspiration für Handwerkskunst bekommen und jetzt kommt das erste Feature ins Spiel. Nämlich, wir bekommen hier... Ja, es gibt jetzt, das ist eines der ersten Features, es gibt so eine Art Zeitleiste, wo wichtige Ereignisse in unserer Geschichte festgehalten werden. Ihr seht es hier, das ist dann immer mit dem Zeitalter markiert, die Antike beginnt hier und das ist unsere erste wichtige Aktion gewesen. Wir haben ein Dorf getroffen in Runde 11 im Jahr 3400 und bekommen dort dafür Zeitalterpunkte. So, und damit zu diesem wichtigen ersten Feature, nämlich... Was sind Zeitalterpunkte? Zeitalterpunkte braucht man, Zeitalterpunkte werden gesammelt, um die Leistung der eigenen Fraktion innerhalb eines Zeitalters zu bestimmen. Wir sind im Moment in der Antike und die Frage ist am Ende der Antike, ja, wie hat sich unser Volk geschlagen? Und da gibt es 3 Möglichkeiten im Großen und Ganzen erstmal, nämlich entweder ist es ein dunkles Zeitalter oder... Sagen wir so, entweder wenn wir uns schlecht schlagen in der Antike, ist das nächste Zeitalter für uns ein dunkles Zeitalter. Wenn wir uns normal schlagen, ist es ein normales Zeitalter. Wenn wir uns herausragend schlagen, dann gehen wir in ein goldenes Zeitalter über. Und das wird gemessen über Punkte. Wenn wir also bis zum Ende der Antike nicht mehr als
14 Punkte erreichen, dann kommt ein dunkles Zeitalter, was mit bestimmten Nachteilen verbunden ist. Wenn wir ein normales Zeitalter erreichen, ist alles normal. Und wenn wir ein goldenes Zeitalter erreichen, dann gibt es Vorteile. Diese Vorteile haben vor allem was mit einem anderen, und Nachteile im Übrigen auch, haben was mit einem anderen Feature zu tun, nämlich der Loyalität von Städten. Dazu kommen wir später nochmal. Nun ist es so, dass wir also jetzt, ihr seht es, 15 Punkte erreichen müssen, um zumindest ein normales Zeitalter zu bekommen. Der Clou ist jetzt halt, dass man Dinge dafür tun muss, die irgendwie ja was Besonderes sind. Wobei, ja, ich sag mal, ihr seht es so, Dörfer erkunden macht man ja eh. Es gibt also jetzt keine Maßnahmen, die man jetzt speziell vielleicht darauf ausgelegt machen muss. Aber, und das ist so ein kleiner erster Kritikpunkt, den ich habe, es ist nirgendwo dokumentiert, welche Aktionen Zeitalterpunkte bringen. Es gibt im späteren Spielverlauf noch Möglichkeiten, ja, so eine Art Zeitalter-Bonus zu wählen. Da kann man das ein bisschen steuern, für was man Zeitalterpunkte bekommt. Aber diverse Aktionen, die man hier macht, also zum Beispiel gegen ein Barbarendorf ausrotten oder sowas, bringen Zeitalterpunkte, neue Stadt, glaube ich, gründen, ein Bündnis schließen, Freundschaftsanfrage, all sowas, eine Fraktion treffen. Das lernt man so alles irgendwie kennen, aber es ist nirgendwo dokumentiert. Und ich sag mal, wenn man so locker vor sich hinspielt, vielleicht sogar Rollenspiel macht, dann kann man das so auf sich zukommen lassen, was man jetzt, ja, eben wie man sich schlägt. Aber wenn man jetzt wirklich optimiert spielen möchte, wenn man richtig gut spielen möchte, dann möchte man auf jeden Fall ein normales Zeitalter erreichen, wenn nicht sogar ein goldenes Zeitalter. Und dafür muss man schon dann Entscheidungen treffen, um diese Zeitalterpunkte zu bekommen. Und dann, ja, dann wird man sich über kurz oder lang wahrscheinlich auf dem Internet irgendwelche Listen runterladen, um zu sehen, was bringt welche Punkte. Das hätte man vielleicht auch irgendwie gleich in die Zivilisation integrieren können. Habe ich zumindest nicht gesehen. Okay, wir haben übrigens hier eine neue Ressource gefunden, nämlich Bernstein. Die ist, glaube ich, neu aufgenommen ins Spiel. Gibt noch ein paar andere, also zwei andere, glaube ich, die noch neu dabei sind. Außerdem kriegt unser Spiel eine Beförderung. Das habe ich jetzt verpennt. Wir haben den Ausrichtungsbonus. Alles klar. So, weiter geht's. Der Krieger geht nochmal Richtung Norden und hat jetzt erstmals ein Barbarendorf gefunden. Mit dem wird er, glaube ich, nicht alleine klar. Da müssen wir vermutlich als nächstes mal einen Bogenschützen herstellen. Sonst gibt das Probleme. Wir werden erstmal, glaube ich, die Gegend jetzt auf diese Art und Weise absichern. Okay, ich bin da weiter in den Norden gezogen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Muss ich das nächste Mal verändern. Wo sind wir jetzt? Aha, ich kann noch was tun. Genau. Hier lang. Und da scheint tatsächlich das Meer dann auch zu sein. Wir haben noch nicht mal einen neuen Kontinent getroffen. Kein Mann benetzte jemals Ton und ließ ihn dann liegen, als ob Ziegel durch Zufall oder Schicksal entstehen würden. Gut. Die Keramik ist entdeckt worden. Jetzt können wir einen Kornspeicher bauen und Weizen und Reis abernten, was wir aber nicht wollen. Okay, wir müssen eine neue Forschung wählen und wir haben gesagt, wir wollen als nächstes unbedingt Bewässerung haben. Bergbau bietet sich jetzt bei uns noch nicht so dringend an. Und als Produktion, ja, Kornspeicher wäre schon auch eine schöne Sache, aber ich will jetzt... Ach so. Schleuderschütze. Ich sagte schon Bogenschütze, aber Schleuderschütze ist es ja in dieser Phase noch. Okay, wir haben jetzt eine Beförderung, die wir vergeben können für den Speer. Ranger oder Alpin. Ich denke mal, wir haben hier relativ wenig Wald, mehr Hügel und Gebirge. Deswegen nehmen wir mal, auch wo er sich jetzt hier gerade befindet, passt das besser. Nehmen wir mal Alpin. Und hier drüben werden wir uns am Meer entlang bewegen und die Küste erkunden. Der Krieger bleibt jetzt erstmal hier stehen, verschanzt sich, wartet auf den Schleuderschützen und sichert sozusagen diesen nördlichen Pass. Und mit dem Handwerker werden wir jetzt, glaube ich, erstmal das Weizen hier ordentlich bebauen. Bauernhof. Sehr schön. Und haben damit unseren Bewässerungsfortschritt gemacht. Das sollte damit auch schnell gehen. Und dann als nächstes zu den Pferden werden wir ziehen.
Okay, liebe Leute, das war der Auftakt. Wir werden, wie gesagt, weitermachen, so viel wir schaffen. Vielleicht schaffen wir ja die 150 Runden bis zum 8. Februar. Es wird gleich noch eine zweite Folge kommen und dann, ja, dann freue ich mich darauf, sehen wir uns wieder. Vermutlich dann mit einem ersten Kampf gegen die Barbaren, wenn wir die in Schleuderschützen haben. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinball.